Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Guild Wars 2 und heute werde ich euch als erstes mal zwei Besonderheiten zeigen, nämlich erstmal wie man zu diesem Punkt hier kommt, zu dieser verborgenen Bibliothek, die ist ein bisschen schwer zu erreichen, dieser Aussichtspunkt, damit man 100% von dem Abschluss der Karte hat. Dann zeige ich euch vorher noch kurz, wie ich mal eine mystische Spiele benutze mit besonderen Items. Und dann geht's mit der Story weiter. Dann spielen wir hinein ins Obskure. Das Ganze werde ich im Moment noch moderieren, so die nächsten 5 bis 10 Minuten. Und danach, ja, hören wir uns nur noch die Geschichte an und spielen die Geschichte. Ja, da bin ich auch was ruhiger. Wenn ihr Fragen zu Guild Wars 2 habt, dann einfach rein in den Chat damit. Wenn ihr mich nicht gut versteht, dann in den Chat damit. Ja, also ich hoffe, ihr versteht mich natürlich super. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und habt schon gechillt. Ja, das ist ja das Wichtigste, oder? Chillen ist das Allerwichtigste. Und wir fangen jetzt mal hiermit an. Ich habe nämlich im letzten Add-on, End of Dragons, alle Gebiete zu 100% abgeschlossen. Ja? Wenn man das ja schafft, dann kriegt man hier oben ja diesen Komplettabschluss und dann kriegt man da ein Item zu, was man in die mystische Schmiede schmeißen kann. Ja, wenn man das dann in die mystische Schmiede tut, dann kriegt man ein besonderes Item, mit dem man angeblich eine legendäre Waffe machen kann. Ja. Genaues weiß ich da auch noch nicht. Ich habe noch nie gecraftet hier, also legendäre Waffen. Ja, ist gar nicht mal so meins, muss ich ehrlich sagen. Darum gucken wir jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir diese Abschluss-Items da reinpacken und was wir dann kriegen. Also, und zwar hier, das ist das, ne, von der Provinz Zaitung, das ganz besondere Item, das ich da 100% abgeschlossen habe. Das hier Stadt Neukaneng, das ist Drachenende und das ist Echowald. Und jetzt steht hier, diese Gegenstände passen zusammen, schmiede daraus neue Gegenstände. So, jetzt baut er daraus eine Gabe von Kanta. Und jetzt seht ihr, kombiniert in der mystischen Schmiede eine Blutsteinscherbe, eine Gabe von Kanta, eine Gabe des Drachenreichs und 100 Herbeirufersteine, um das Geschenk der Jademeisterschaft zu erschaffen. Ihr merkt also schon, man hat jetzt zwar super viel geschafft, ja, aber das Problem ist, man braucht trotzdem noch mehr Items jetzt, um hieraus ein Geschenk der Jademeisterschaft zu machen. Ja, also um noch ein besseres Item zu kriegen, ne? Erstmal 4 komplette Maps komplett abschließen und jetzt noch mehr Zeug, nämlich 100 Herbeirufersteine und die Gabe des Drachenreichs noch beschaffen. Ja, also ihr merkt, das Spiel ist richtig heftig, wenn man da doch am Ende eine legendäre Rüstung oder so haben will. Das braucht man nämlich dafür. Ja, und das ist, also man ist schwer beschäftigt. Bei mir seht ihr ja meistens nur Storylines und wie ich die Karte so abschließe und erledige. Aber es geht noch viel tiefer hier, ne? Es gibt ja auch noch viel PvP und so weiter. So, wir sind hier jetzt bei diesem kleinen Berg. Ja, so, ich zeige euch mal gerade nochmal, wo. Hier ist diese Bibliothek, die ist unter uns. Und hier ist dieser, ja, dieses Podest, sagen wir mal. Und ihr fliegt einfach mal an dem Podest nach unten. Ja, lasst euch einfach mal hier runterfallen, da wo er hier ist. Und dann guckt ihr mal so zurück, ja, an diese Mauer. Und da denkt man immer, ja, okay, das muss doch hier irgendwo sein. Und ja, es ist auch hier, aber man muss noch tiefer runter. Ja, zack. Moment, irgendwo hier. Jetzt muss ich selbst aber gucken. Ah, es ist dann ganz hier unten an den Mauern. Jetzt bin ich selber wieder da. Seht ihr das? Ganz, ganz versteckt. Also da oben ist das Podest, dann lässt man sich hier runterfallen und hier geht's dann rein. So. Das muss man erstmal finden. Ja, und dann kommt man hier zu dieser verbotenen verborgenen Bibliothek. Das war's aber auch schon. Ne? Hier ist jetzt nichts Besonderes. Hier kann man nicht rein, hier kann man nichts machen. Hier ist einfach nur rumstehen und den Point of Interest erledigen. So, aber jetzt, das ist hier wichtig, hinein in Obskure, gruppiert euch neu mit euren Verbündeten, um die nächsten Schritte zu bestimmen. Ja, wir haben hier ja einiges schon erkundet, es sind also Risse hier überall und man geht ja auch immer so ein bisschen so in
Zweitreich, in so ein Traumreich oder in so ein Nebenreich. Und genau, da die Geschichte machen wir jetzt weiter, weil da kommen die Monster raus, die wir immer wieder töten im Moment. Und mal gucken, wie das klappen wird heute. Ja, ich bin mal schwer gespannt. Hier müssen wir hin. Und am 27. Februar kommt schon die nächste Erweiterung. Die Story ist ja noch gar nicht zu Ende von dem Add-on. Ja, man hat das Add-on gekauft und dann wurde gesagt, oh, da kommen aber noch zwei weitere Updates, zwei weitere Storylines und Gebiete. Ja, und ab dem 27. Februar, also von heute aus in 3 Tagen, müsste Dienstag sein, Dienstag, Mittwoch so in etwa sein, kommt ein neues Gebiet hier rein, kommen 3 neue Story-Kapitel rein und dann wird also Secret of the Obscure nochmal etwas erweitert. Ja, aber auch ihr seht, ne, Amitas ist auch soweit auf 100%. Also die Gebiete, die hier sind, habe ich auch schon auf 100%. Ich bin da immer so ein Komplettierer. Das gleiche mache ich bei Lost Ark, bei den Abenteuerfolianten und so. Und Die genau, das. Versorgungslage ist schauderhaft. Wir müssen wohl noch kreativer werden, um einen Zermürbungskrieg zu überstehen. Wir haben jede Menge Waffen in den Forschungslaboren. Die sind zwar alle experimentell und ungetestet, aber besser als nichts. Wir haben noch ein paar Tricks auf Lager. Akems Sammlung von Schriftrollen ist schon seit 100 Jahren unberührt. Was sie enthalten. Hilft uns nichts, wenn Akem nicht da ist, das wissen wir doch. Dieser Raum ist aus gutem Grund sicher verschlossen. Darf ich euch an diesen Quaggan-Vorfall erinnern? Das arme Mädchen wirkt immer noch Seetang hoch, selbst nachdem der Fluch aufgehoben wurde. Ist echt lustig, wie viel die reden. Und hier ist die Sprachausgabe auch super, ja. Es ist nicht immer komplette Sprachausgabe, muss man sagen. Ja, aber ich glaube, das ist ein Spieler gewesen, oder? Der hat sich doch gerade hier hingestellt. Hä? Okay, auf einmal, hier ist ein Baum. Was war das jetzt für eine Aktion? Ja, genau, was wollte ich sagen? Ja, es gibt hier ja überall Aktionen zwischendurch, um hier etwas Neues zu erfahren und zu sehen. Die reden echt viel. Und ich finde das super gemacht, weil auch die Hauptstoryline ist ja vertont. Also Guild Wars 2 ist echt super vertont. Ich überlege nur immer, ob ich mir diese Versorgermarken besorgen muss. 3 habe ich da schon von, aber brauche ich wirklich so eine gelbe Waffe? Ich bin die ganze Zeit sehr unüberzeugt, dass ich das brauche. Aber einmal möglich pro Account kaufen heute. Gucken wir, was wir mehr haben. Wir haben mehr vom Holz, oder? Ne, mehr von dem. Okay, so, zack. Dann haben wir heute auch wieder unsere Danke. Versorgermarke. Holen unseren Buff. Ja, hier ist zu wenig los auf der Map, also wechselt man die Map. Es gibt verschiedene Phasen der Map. So. Und jetzt spielen wir die Storyline weiter. Ich bin jetzt zurück. Ja, ab jetzt rede ich nur noch, wenn ihr auch in den Chat schreibt und was fragt. Also ab jetzt genießen wir Geschichte. Und Gladi gerufen, um euch in der Bastion der Obskuren zu unterstützen. Ich weiß noch nicht einmal genau, was wir suchen. Oh, was will Gladi damit sagen? Gladi spürt etwas. Sie ist nicht sicher, was, aber. Sie glaubt, es ist Mabon. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich vertraue ihr. Immer. Sehen wir mal, was wir finden können. Leer zu sehen. Keine Astralwache. Nur der Geruch von Kämpfen und Furcht.
So macht man das. Gladi hat etwas gefunden. Schnell, schnell! Tragödie. Squirt hasst es, dass so viele gute Freunde verloren sind. Hasst es. Ich weiß, es wird niemals leichter. Ercik riecht nichts außer Tod, Gladi. Suchen wir weiter. Kryptis? Lernt der Kommandeur etwa Gladys Gebärden zu lesen? Oder die Taktik der Kryptis. Aber Gladi ist eine gute Anführerin. Oh, das hat mir geschafft! Gepanzert! Alle im Moment! Lust zu töten steigt! Erfrischung! Seine wertvollsten Artefakte benutzte. Aber das Artefakt fehlt. Meint ihr, die Kryptis haben es sich geholt? Nein, hier lang. Gladi sagt, es ist ganz in der Nähe. Will, dass ihr es aufhebt, Wegfinder. Es will zu euch. Warum habt ihr aufgehört, euch zu wehren? Euch zu töten, das ist es nicht wert. Ein Mozart ohne Blutdurst. Wie bescheiden von euch. Ich bin einfach ehrlich. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr mich hasst. Und dass ihr Angst habt. Meine Verwandten haben für weniger gemordet. Ich schäme mich deswegen. Ich... Wegfinder! Squid möchte, dass ihr die Augen aufmacht! Ich fühle mich stark. Alle Elemente. Man fühlt sich gut an. Erfrischend. Gift. Zu stark. Steigt!
alles in Ordnung bei mir, aber ich hörte, Mabon, Isgarn war, ich weiß nicht, was es bedeutet, sie haben miteinander gekämpft. Wer hat gekämpft? Mabon und Isgarn. Mabon hat sich anders angehört. Vielleicht war er noch nicht aufgestiegen, ich bin nicht sicher. Erchik hat aus der Bastion der Obskuren schon seltsamere Dinge gehört. Gladi und Skrid kehren zurück zu Sizzle. Wir sagen ihm, was wir entdeckt haben. In Ordnung. Ich ruhe mich einen Moment lang aus. Ich habe Isgarns Stimme nur einmal gehört. Ich bewege etwas. Ich bin ein Beweger. Als ich noch sehr klein war. Es ist seltsam zu sehen, was so ein bisschen Besessenheit durch Kryptis in seinem Geist angerichtet hat. Ich denke nicht, dass ich mich darauf freue. Es ist ja recht spannend, mit anzusehen, wie ihr euch so durchwurstelt, aber man sollte doch zumindest das Fleisch zum Schlachten vorbereiten. Ihr macht euch doch wohl keine Sorgen? Nur um mich selbst. Falls mein Bruder euch erledigt, würde mir das Festmahl des Jahrzehnts entgehen. Euer Bruder? Cerus hat noch nie besonders fair gespielt. Ich fürchte, er würde von euch nichts übrig lassen als Blut und ein paar Fleischfetzen. Wäre nett, wenn ihr mir das ein bisschen früher gesagt hättet. Was hätte denn das für einen Unterschied gemacht, außer dass ihr noch mehr Angst bekommen hättet? Cerus ist nicht Ipari, aber trotzdem furchterregend auf seine ganz eigene Weise. Er hat euch die ganze Zeit schon umkreist, beobachtet, abgewartet. Sobald seine Aufgabe erledigt ist, seid ihr als nächstes dran. Und was ist das für eine Aufgabe? Keine Bange. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Kommandeur, es ist an der Zeit. Wir wissen, wo Isgarn ist. Ich bin dabei. Wegfinder. So nennt ihr mich jetzt? Wie soll ich euch denn nennen? Für mich seid ihr kein Kommandeur. Ich mag die Zauberer und ihre kleinen Ausdrücke. Wegfinder. Klingt viel aufregender. Derjenige, den ihr sucht, ist ganz, ist gleich da vorne. Ich fürchte nur, dass... Wenn ich bedenke, was ich so über ihn gehört habe, dann braucht es mehr als einen Kryptis, um Isgarn zu überwältigen. Um euch mache ich mir mehr Sorgen als um den da. Seid bitte vorsichtig und bewahrt euch ein paar warme Gedanken.
Mein Partner wird nicht begeistert sein, dass ich jetzt hinke. Das steht mal fest. Danke. Ich bin froh, dass ich gewartet habe. Sonst würde ich bestimmt nicht an einem Stück hier herausspazieren. Squid ist so froh, den Kommandeur zu sehen. Ertschik will sagen, den Wegfinder. Verzeihung, Squid hat Angst. Das Ding ist am Himmel aufgetaucht und... Oh, Gladi, Ertschik weiß nicht, was Squid ohne euch tun würde. Ihr würdet auch zurechtkommen, wenn Squid etwas passiert, aber Ertschik? Squid will gar nicht wissen, wie ein Leben ohne Gladium wäre. Ich dachte, unsere Abenteuertage seien vorbei. Ich hatte mich an den Gedanken gewöhnt, die Welt nur noch vom Turm aus zu betrachten. Ihr freut euch über Schreibtischarbeit? Seit Ratasum habt ihr euch ganz schön verändert. Ich habe nie behauptet, ein guter Kampf würde mir nicht zusagen. Mit Betonung auf guter. Ich weiß nicht, ob der hier gut wird. Aber spannend, auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns mal, wenn das Wetter sich heiterer gibt, Wegfinder. Ich habe Sehnsucht nach den Tagen, wo Iskarn nichts mehr gefürchtet hat als Daktas Kochkünste. Witze reißen ist ja was Schönes, aber... Ich weiß, aber denken wir doch mal an was Angenehmes. Nur für einen Moment.
Wegfinder? Soja? Isgarn hat ihn selbst erbaut, als die Welt noch von der Natur und wilden Tieren beherrscht wurde. Sizzle, spürt ihr ihn noch da drin? Oh ja, ich höre das Kratzen von Krallen, Bewegung, Echos, Kälte, Kryptis. Dann sollten wir uns beeilen. Und euer Sumpfkumpan hatte recht. Der Schleier teilt sich. Wie meint ihr das? Habt ihr was gesagt, Wegfinder? Nein, aber ich dachte, ich hätte was gehört. Alles in Ordnung? Vorsicht. Mir geht es gut. Sie haben gut gegessen. Wir haben einen Zauberer verloren. Sie dürfen keinen Vorteil bekommen. Unser kleines Licht hat recht. Geht vorwärts. Mit hoch erhobenen Schilden. Erzählt mir eine glückliche Erinnerung. Als Oreen klein war, habe ich mit ihr gespielt. Ich habe ihr das Jagen beigebracht. Bewahrt euch diesen Gedanken. Ihr werdet bei seiner Wärme Zuflucht suchen müssen. Alles in Ordnung? Soja, ich werde es erklären, versprochen. Aber nicht gerade jetzt. Ist etwa einer von denen da drin? Nein, im Moment nicht.
Was macht ihr hier? Wir sind's. Ihr scheint eine dicke Erkältung zu haben, mein Guter. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind hier, um euch in unsere Mitte zu nehmen. Es scheint, ihr habt schon ohne mich gehört. Mabon hat eine Wahl getroffen, als er den Wegfinder dazu holte. Zuerst war ich dagegen. Allerdings... Mabons Optimismus hat ihn umgebracht. Das ist schade. Aber er war nicht schuldlos. Ihr sprecht mit Verachtung von unserem Freund. Ihr seid... schon länger hier. Beeinträchtigt. Ding ist. Schlagt es nieder, bevor es in seinen Körper zurückkehren kann. Ding ist. Schlagt es nieder, bevor es in deinen Körper zurückkehren kann.
leuchtet dagegen, Iskaren. Was denn? Ihr braucht jetzt meine Macht? Fragt doch eure neuen Wegfinder. Macht uns an, den Thron zu beschädigen. Wir müssen ihm auf den Fersen bleiben. Meint ihr, er ist? Er ist nicht ihr selbst. Da stimmt was nicht. Er ist... Ihr kennt doch Iskaren. Er kann durchaus streitbar sein, aber nie unhöflich. Ihr geht direkt zur Quelle. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren.